Ja, hallo erstmal. Ich spiele jetzt Escape from Tarkov. Nichts Besonderes. Ja, eigentlich schon, nichts Besonderes. Aber ich spiele Singleplayer. Und nein, ich habe nicht die Version für 200 oder 300 Euro gekauft mit Mehrwertsteuern. Ich habe eine Mod installiert. Ich habe, Mods habe ich noch gar nicht installiert. Ich habe ein, ja, wie nennt man das? Weiß ich gar nicht. So ein Teil runtergeladen. Ich bin durch Tobi draufgestoßen. Der Link zum Video ist in meiner Videobeschreibung. Definitiv. Liebe geht raus für diesen genialen Tipp. Ich habe ohne Probleme das hier installieren können. Und ja, das heißt SPT Tarkov. Und ja, jetzt kann ich Escape from Tarkov ohne 300 Orken hinzulegen PvE spielen. Ja, ich habe noch keine Mods installiert. Ich habe jetzt erstmal das Spiel gestartet, ausprobiert. Ich habe den Server gestartet, so muss es machen. Das wird aber in dem Video erklärt. Das geht auch nicht lang, ich glaube 10 Minuten. Man sollte sich das auf jeden Fall angucken. Und Use-Sec nehmen wir. Dann machen wir weiter. Dann nehmen wir keine Ahnung. Ich habe auch den Spielmodus ausgewählt, den der Tobi da vorschlägt. Nice. I've got a bad feeling about this. Ja, komm. Den er da vorschlägt. Also wir starten mit nichts, nur mit dem Messer. Wir haben nichts. Also wir müssen erstmal alles Stück für Stück erarbeiten. Finde ich sehr interessant. So würde ich das auch spielen. Jetzt gehen wir weiter. Und einzige Voraussetzung ist, das wird auch im Video erklärt, ist, dass du Tarkov besitzt. Du musst Tarkov besitzen, egal welche Version. Achtung, dies ist eine Beta-Version von Escape from Tarkov. Die Beta-Version repräsentiert nicht die endgültige Qualität. Okay, alles klar. So, wir haben jetzt hier unseren Charakter. Wie du siehst, wir haben nur ein Messer. Wir haben sonst nichts. Wir haben Gesundheit, okay. Wir haben gar nichts, habe ich hier. Nichts, absolut nichts. Nichts. Finde ich sehr geil. Wir haben hier zwar die Händler, wir haben keinen Ruf aufgebaut, alles Zero, Narrow, was weiß ich, wie heißt das jetzt hier, also wir haben nichts. Ne? So, und das Versteck weiß ich nicht, hat er nicht erklärt, was hier mit Office ich hat, ob ich das auch erst alles machen muss. Keine Ahnung, wir werden sehen. Also was man sagen muss, der Tobi hat dieses Video zur richtigen Zeit rausgebracht, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil Tarkov ja jetzt eine neue Version rausgebracht hat, die schlappe, ich glaube mit Märchensteuer 300 Euro kostet, dann hast du PvE, was wirklich geil gewesen wäre. Also wirklich, aber ich sehe nicht ein, dass ich 200 oder 300 Euro für ein Spiel bezahle. Nein, das sehe ich bei aller Liebe nicht ein. Also das teuerste Spiel, was ich mir je geholt habe, war 100 Euro. Okay. Ganz die Gegenstände? Ja, okay, alles klar. War 100 Euro habe ich ausgegeben für Diablo. Das habe ich gemacht, ja. Okay, jetzt gehen wir mal wieder raus hier. Ich wollte ja nur mal gucken. Starten wir einfach mal was. Ich will das mal was sehen hier, ne? So, wir machen dann hier, starten mit einem Raid. Scav ist natürlich nichts. So, wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine Karte. Ich will wenigstens einmal reinschauen. Die habe ich immer gespielt. Geil, ne? Die ist auch cool. Die habe ich auch mal angetestet. Wir nehmen mal die hier. Bereite dich auf den Raid vor. Dieser Ort ist verfügbar für Spieler bis zu Stufe 0. Okay, bis zu Stufe 0. Bin ich nicht Stufe 0 oder was? Ah.
Nehmen wir das hier. So, bereite dich auf den Raid vor. Lassen wir einfach mal alles so, ist ja jetzt egal. Wähle eine Waffe. Ja, ich habe ein Messer, reicht das nicht? Herrlich. So, Rückkehr sehr langsam, bla 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 bla. Versichern, bereit. So, so, jetzt schauen wir mal, was passiert. Und wie gesagt, ich habe noch kein Mod installiert. Das habe ich auch gleich vor. Ich werde gleich Mods installieren, die auch in dem Video gesagt werden. Ich hoffe, ich komme da so schnell mit den Schreiben. Die werde ich auf jeden Fall auch installieren, weil ich sonst nicht weiß, welche Mods dafür gut sind. Und also den Spielmodus, den ich jetzt hier spielen möchte. Und ich dann null Ahnung von habe. Ne? Also immer werde ich mit der welche installieren. Soll wohl den Spielfluss oder die Aufwertung des Spiels auf jeden Fall widerspiegeln. Also das Spiel wird aber nochmal aufgewertet. Ich finde es sehr, 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 sehr schade, dass sie dieses Paket da rausgebracht haben mit PvE und dass es nicht quasi nicht für jeden erschwinglich gemacht wird. Ne? Also ich, ja, PvE, ja, meiner Meinung nach hätten sie das mit jedem zugänglich machen können. Hätte mich sehr gefreut. Aber gut, jetzt habe ich ja diese Möglichkeit hier. Ich habe sie installiert, das mich kopieren, allen drum und dran. Hat es natürlich ein bisschen gedauert. Der Download ging auch nicht immer. Ich musste immer wieder versuchen, so ein 2-3 Mal. Dann habe ich alle Files da gehabt. Und aber das wird alles in dem Video erklärt von ihm. Das solltest du dir auf jeden Fall angucken. Ich will auch nicht vorgreifen, weil die Traffic soll er bekommen, der Tobi, für seine Arbeit. Und das hat er wirklich, wirklich verdient, ne? Auf jeden Fall. Und das gibt es ja wohl schon länger hier. Das ist auch kostenlos. Es kostet kein Geld, wenn du dafür Geld bezahlen solltest. Hast du was falsch gemacht. Ja? Dann wurdest du betrogen, weil das ist definitiv kostenlos. Alles, was du jetzt hier siehst, ist, außer das Spiel Tarkov, ist kostenlos. Autobahn, Wohnheim, Kreuzung, Anhängerparkplatz. Ja, nett. So, ist natürlich Nacht. Ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Aber wir schauen mal. Egal, was jetzt passiert. Wir rennen jetzt einfach mal durch. Ja, hier konnte man. Ich hab mir ein Messer vorgehauen. Ja, vielleicht finden wir ja sogar eine Waffe hier. Geil, so. Ja, das ist voll geil. Was, Schüsse? Hier geht's nicht weiter, ne? Gibt es hier was, was wir suchen können? Nee, anscheinend nicht. Ich weiß nicht mehr, welche Taste. Welche Taste es war, um nochmal die Exit Points zu sehen, weil ich habe die nicht im Kopf. Ja. Aber das kann man jetzt natürlich super üben, mit diesem Modus hier die Exit Points hier zu finden. Und voll geil. Voll geil. So, schauen wir mal hier. Noch nicht auf mich, oder? Anscheinend doch. Wir haben schon mal eine Waffe. Ich frage mich gerade ernsthaft, wo der ist.
Ist er nicht nach Hause gegangen, oder? Ich denke mal, in diesem Modus ist es wohl auch vonnöten, dass ich den Punkt finde, wo ich raus muss, um meine Sachen zu behalten. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo die Punkte sind. Ja, es gibt interaktive Karten, ja, natürlich, aber weißt du. Nee. Nö. Noch nicht, noch nicht. Schießen gar nicht auf mich, oder? Das ist so geil, ne? Danke, Tobi, für diesen geilen Tipp. Ich habe Tarkov gestern noch gespielt, aber in den Arena-Modus. Ich habe dann Zugang gekriegt für 3 Tage. Sonst habe ich das schon lange nicht mehr angepackt. Weil, ja, ich eigentlich schon in die ganzen Tracks, die da rumlaufen, gar keine Chance hatte. Ja, ich hatte zwar den einen oder anderen Kill gemacht, aber kurz oder lang hatte ich dann auch immer keine Waffen mehr. Ich musste also immer warten bis zum nächsten Vibe. Und dann habe ich Visierhalterung. Ja, natürlich haben wir jetzt gar nichts. Wir haben keinen Rucksack, nichts hier. Also es wäre echt sinnvoll, einen Punkt zu finden. Muss ich dann doch so eine aktive Karte benutzen. Nebenbei. Nicht mehr nehmen, haben keinen Platz. Brauche einen Rucksack. Ja, interessant wäre jetzt, muss ich jetzt hier auch in diesem Modus, muss ich den Punkt finden, wo ich raus kann? Sehr wahrscheinlich ja, ne? Um die Sachen zu behalten. Den Tag bin ich auch schon gestorben, glaube ich. Da drüben ist die Halle. Waren da auch so Kisten? Ja, wir gehen da mal hin. Also ich spiele so lange, bis ich tot umfalle oder den Punkt gefunden habe. Zu wissen, was dann passiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob hier... Ja, wollte ich gar nicht. Komm, machen wir nochmal. Venture. Bei einem Bein kann man nicht stehen. Boah, ich feiere das gerade so doll. Königreich für einen Rucksack. Ja. Aber gut, ich habe es ja selber ausgewählt. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, das Spiel dann zu starten. Wie gesagt, ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden, weil er das auch in dem Video vorgestellt hat und gesagt hat, hier, da fängst du bei Null an, und das finde ich richtig geil. Ja, und ich weiß nicht, was die anderen Modis da so machen, aber das finde ich schon, das finde ich schon richtig nice. Wie gesagt, mit Messer und das war's. Und wenn das so wieder alles zusammenraffst, dass es so Raffen gibt. Natürlich, ich sag mal, er kennt sich besser aus mit den Maps, oder du vielleicht auch. Weiß vielleicht, okay, alles klar, ne? Ah, was ist jetzt passiert? Oh, das ist ein Loch. Okay. Taschenlampe haben wir natürlich auch nicht. Aber da ist eine Kiste, glaube ich. Ja. Da wird wohl auch kein Rucksack drin sein, oder? Ich probiere gerade so ein bisschen rum, was ist hier. Hier noch einbauen kann oder nicht einbauen kann. Weiß gar nicht. Diese Sachen, die brauche ich da eigentlich auch nicht, oder? Ich nicht. Kann ich auch nirgends nur einbauen. Mündungs... Das ist doch sowas wie das hier, oder? Als Mündung siegen lassen wir mal. Hier haben wir noch eine Kiste. Einen Rucksack bitte. Oh, guck mal hier. Wie nice. Passt. What the fuck? Ja, Mann. Was auch noch drauf? Ich probiere einfach aus hier. Also, ne? Weiß was drauf. Aber ich habe immer noch keinen Rucksack. Wow. Ich hoffe, ich behalte das alles. Ich hoffe, ich behalte das alles. Wie viel Schuss habe ich denn überhaupt hier? Null. War auch null oder was? Ist ja wahrscheinlich wieder gar keine Patronen hier drin, ne? AK, doch, 7 Schuss habe ich hier. Die auch mal. Ich hoffe mal, dass da Munition drin ist. Bestimmt kein Rucksack sein. Aber Bandagen. Wichtiger. Weil Schritte gehört. Gegenstand, was? Medizinisches Gerät, das die ja gar nicht untersuchen. Komm mal mit. Guck mal hier. Wenn nicht mehr mit. Spannen. Wegwerfen. Nehmen lieber. Ah, der braucht 2 Plätze, ne?
Schmeiß mal Sau weg. So, jetzt aber. Na komm. So, jetzt haben wir wohl nichts mehr. Ja, wenn das hier so gut läuft, wie es läuft, dann werden wir auf jeden Fall jetzt definitiv mehr Tarkov-Videos kommen. In diesem Modus hier. Ist der hergekommen? Nee. Einen Rucksack, Rucksack, Rucksack. Mein Helm. Da oben. Das war's. Gut. Leute das Gewehr nehmen können. Wow. Okay. Okay. Wo ist er? Hat er mich stark getroffen? So, jetzt würde ich gerne den Kollegen, den wir um platt gemacht haben, looten. Boah, es ist so geil, ne? Ah, Mann. Oben. Will ich das jetzt oder was? Eintreten. Wird ja wohl nichts. Geht ja nach mir auf, ne? Mega. Ich sag's dir. Ich. Ah, danke, Tobi. Jetzt ohne Scheiß. Du wirst dieses Video sehr wahrscheinlich nie sehen. Gehe ich mal von aus, aber. Danke. Wenn du ihn kennst.
Sag ihnen auf jeden Fall, Liebe geht raus und bin so hype, bin so happy. Ist das Dach hier? Das ist aber das, ne? Oh. Mich hier hoch? Warum nicht? Komm ich hier nicht hoch? Da sind sie. Scheiße. Hier waren irgendwo noch. Ja. Lass mich Munition finden für die Waffe und einen Rucksack. Ja. Warum das Messer? Ja. Weil ich mir damit erhoffe, den eine schneller Platz zu kriegen als hier mit der hier. Muss ich das anvisieren und dann oder klar, ja, vielleicht geht's auch so. Das können wir immer noch umtauschen. Welches Dach war das jetzt? Das hier? Ey, da war das Dach. Ich bin so gehypt, ey. Und so aufgeregt, ey. Und das Dach war das nicht. Ich habe von da hinten geschossen. Das muss das hier sein. Ist der da hochgekommen? Diese Map habe ich nicht allzu viel gespielt, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Aber ist auch egal. Jeder fängt mal klein an. Kann man diese Leiter da nicht hochgehen? Waren die gerade da? Einfach rein.
Hier sind zwei Kisten. Schauen wir mal. Hier Munition. Dann hier rein. Okay. Hier. Oh, da sind sie schon. Das ist nur so ein Ding, okay. Ist so irgendwo einer. Eieieiei. Da war einer.
Fischer an der Kiste. Ja, es wird gleich interessant. Ich weiß nämlich nicht, wo der Punkt ist. Sehr gespannt, was passiert. Eine Weste. Nicht die gleiche? Ach, Mann. Okay. Ja. herrlich. Aber ich weiß es, dass es funktioniert und ich weiß, dass ich jetzt so spielen kann und ich werde das jetzt definitiv weiterspielen. Auf jeden Fall. Jetzt werde ich mich erstmal darum kümmern, wegen den Mods, was es da so, was man da so installieren kann. Und ich möchte mich komplett heilen. Ah, okay. Und schauen wir mal, was passiert ist. Ja, wahrscheinlich ist das alles weg. Da muss ich mir doch so eine interaktive Karte zulegen und gucken, wo die Exit Points sind. Eigentlich bin ich nicht ein Freund davon, aber was wollt ihr machen? Ja, ist alles weg. Okay, weiß ich Bescheid. So soll es auch sein. In diesem Sinne, wenn du hier von mehr sehen möchtest, und ich werde definitiv weiterspielen, aber es hängt halt stark davon ab, wie weit die Resonanzen sind, ja. Wenn du meine Entwicklung bei diesem Spiel sehen möchtest, würde ich mich über, ja, einen Daumen nach oben und ein Abo und am liebsten einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich, den einen oder anderen. Ja, dann werde ich auf jeden Fall regelmäßiger Videos hochladen und wenn die Resonanz nicht so gut ist, dann werde ich immer so sporadisch mal ein Video hochladen. So, in diesem Sinne, jetzt werde ich erstmal Mods installieren. Tue nichts, was ich nie auch tun würde. Hallo, tschüss.